Herzlich willkommen. Ich bin hier, um noch mehr Politik mitzubringen. Ich habe keine Ahnung von Technik, aber ich lebe im Internet. Ich nenne es informieren, meine Friends nennen es Digital Self-Harm. Ich beschäftige mich sehr viel mit Incels und Antifeminismus und genau darüber rede ich heute. Es gibt ein paar Content Notes für den Vortrag. Sexismus, Femizid, sexualisierte Gewalt. Die gleichen Leute sind auch super rassistisch. Es geht um Gewaltverbrechen, Mord und Terrorismus und auch um Mental Health Probleme, Depressionen und Suizid. Wenn ihr euch irgendwie unwohl fühlt und denkt, ihr haltet das nicht mehr aus, könnt ihr auch einfach rausgehen. Im Anschluss können wir gerne über Probleme sprechen, entweder im Plenum oder ihr kommt danach auf mich zu. Das ist völlig in Ordnung. Ich möchte, dass sich alle wohlfühlen, weil es kein angenehmes Thema ist. Ich persönlich beschäftige mich ja sehr viel damit, das heißt, ich finde es ein bisschen lustig manchmal und ich werde den Vortrag auch versuchen, ein bisschen aufzulockern, aber dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es halt ein wirklich ernsthaftes Thema ist. Als erstes erkläre ich euch, was ist eigentlich die Manosphere, was passiert da, dann was sind Incels genau und dann der mehr Mainstream-Teil, was sind Dating-Coaches und Pickup-Artists. Dann habe ich mir ganz kurz Gedanken gemacht über die Frage, und was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Bin da noch nicht so weit, aber sehr offen für Input. Ich habe ein bisschen Literatur mitgebracht und am Ende gibt es einen Werbeblock für mich und meine Gruppe. Genau, Einführung in die Manosphere. Manosphere steht für die Manosphäre, die Welt der Männerrechtler, sehr viel tapeziert online. Das Ganze hat... Also es ist ein Überbegriff für sehr viele Bewegungen und was sie alle gemeinsam haben, ist die antifeministische Weltanschauung. Die MRAs oder Men's Rights Activists sind einfach so eine Gruppe, die ist auch sehr weit aufgefächert. Die beschäftigen sich eben mit Männerrechten. Da gibt es einmal die moderate Seite, für die ich auch Verständnis habe, die zum Beispiel über Sachen sprechen wie, ja, bei Sorgerechtsstreits oder so sind Männer sehr häufig benachteiligt. Oder halt eben die extremen Men's Rights Activists, die eben aktiv antifeministisch unterwegs sind und Frauen ihre Rechte wieder wegnehmen wollen, damit Männer wieder mehr Rechte haben. Dann gibt es noch die MGTOWs, die Teil der Manosphere sind. Das sind Men Going Their Own Way. Die haben ein bisschen aufgegeben in unserer heutigen linken feministischen Welt. Männer gehen ihren eigenen Weg und die wünschen sich eine Gesellschaft ohne Frauen, in der sie nicht mehr mit Frauen interagieren müssen. Das ist auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also entweder sie fantasieren nur darüber oder sie weigern sich tatsächlich auch in der Offline-Welt mit Frauen zu interagieren und grüßen ihre Kolleginnen nicht oder so. Und auch wie diese Gesellschaft aussehen soll, sieht sehr unterschiedlich aus. Manche davon möchten Frauen so als Sexsklavinnen und nur fürs Kinderkriegen behalten, damit die Gesellschaft nicht ausstirbt. Andere wollen sie komplett abschaffen und nur noch Tube-Babys haben oder eben Frauen wieder umerziehen. Genau. Dann die Pickup-Artists, um die es heute auch ein bisschen mehr geht, die sehen die Interaktionen mit Frauen als Game. Frauen sind ein Videospiel, ein Spiel, dessen Code geknackt werden kann und so kann man sie bekommen. Und das hat sich eben ein bisschen weiterentwickelt seit den 90ern, frühen 2000ern zu den Dating-Coaches, die wir heute sehen. Und Pickup-Artist Hate war ein beliebtes Incel-Forum. Also da sieht man auch, dass innerhalb der Manosphere sich nicht alle miteinander verstehen, weil eben die Incels glauben, Pickup-Artists haben noch nicht ganz verstanden, wie das mit dieser Weltverschwörung funktioniert und dass Frauen eigentlich böse sind. Und Incels steht für Involuntary Celibate, unfreiwillig Zölibatär. Das sind Männer, die keine sexuelle oder romantischen Erfolg haben und dafür ganz wilden Verschwörungstheorien den Grund geben. Über beide Gruppen sprechen wir heute noch mehr. Ich habe schon gesagt, was sie alle vereint, ist der Antifeminismus. Antifeminismus ist nicht das gleiche wie nicht aktiv feministisch sein, sondern es geht um ein aktives Einsetzen gegen die Ziele oder Errungenschaften des Feminismus. Also zum Beispiel wollen die Frauen das Wahlrecht wieder wegnehmen, möchten Geschlechtergerechtigkeit wieder abschaffen, sind gegen Abtreibungen, sie sind dagegen, dass Frauen eine Ehe scheiden kann, gegen sexuelle Selbstbestimmung. Genau, das ist eben die Eigenschaft, die alle Gruppen verbindet. Und ich spreche hier immer von Männern und Frauen. Die ganze Manosphere ist extrem heterocis-normativ geprägt. Es gibt nichts dazwischen. Also es gibt Cis-Männer und Cis-Frauen und die sind alle hetero. Und was anderes ist nicht echt und Coping und Teil der Verschwörungstheorie. Die sind
schon unterwegs seit den Suffragetten. Feminismus ist das Feindbild. Und in den letzten Jahren ist dann auch Genderforschung oder Gender Studies als Feindbild dazugekommen. Und man sieht hier sehr viele Überschneidungen mit der rechtsextremen Szene, was natürlich auch Sinn macht, wenn man sich so vorstellt, was die AfD für ein Frauenbild hat. So diese Tradwife, zu Hause, Heim und Herd, das passt natürlich überhaupt nicht mit feministischen Vorstellungen zusammen. Deswegen hat man da eben den Antifeminismus sehr tief verbündet mit der rechtsextremen Szene oder auch nur der rechten Szene. Und seit diesem Jahr hat die Amadeo-Antonio-Stiftung eine Meldestelle für Antifeminismus. Da kann man melden, wenn man im Internet antifeministische Inhalte sieht. Damit passiert im Moment noch nichts, außer dass es statistisch erfasst wird. Und wenn man das wünscht oder braucht, dann bekommt man Unterstützung. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, nächstes Jahr diesen Bericht zu lesen und hoffentlich in weitere Vorträge einbauen zu können. Genau, was auch sehr viele dieser -4-Gruppen gemeinsam haben, ist, dass sie an diese Attractiveness-Scale glauben. Das ist absolut wissenschaftlich aufgebrochen, wann Menschen attraktiv sind und wann nicht. Und wie attraktiv eine Person ist, hängt auch direkt damit zusammen, wie viel diese Person wert ist. Wobei Männer natürlich immer mehr wert sind als Frauen. Also ein attraktiver Mann, der gutes Einkommen hat, ist sehr viel mehr wert als eine attraktive Frau, die das gleiche Einkommen hat, einfach nur, weil er ein Mann ist. Und man kann es, glaube ich, nicht so gut lesen, aber da steht auch überall mit dabei, wie viel Erfolg die im Datingleben haben. Das ist auch ein unglaublich wichtiger Teil. Und genau, also ich meine, wir kennen das, glaube ich, alle, das ist auch im Mainstream angekommen, dass man attraktive Personen 10 out of 10 nennt oder so. Oder He's a 10, but war ja auch so ein Internet-Trend. Und das kommt eben aus der Manosphere-Szene, dass diese Menschen in Zahlen raten, was natürlich unglaublich problematisch ist, passiert. Genau. Dann sind wir auch schon bei den Incels angekommen. Genau, ich habe schon erwähnt, das steht für Involuntary Celibate, unfreiwillig Zölibatär, das sind Männer. Heute sind es Männer, früher waren es auch Frauen, die keine sexuellen oder romantischen Beziehungen finden können und dafür ganz wilde Theorien sich ausdenken. Also ich sehe, dass es ein echtes Problem ist, dass Leute einsam sind. Aber nicht jede Person, die einsam ist und keinen Dating-Erfolg hat, ist automatisch Incel. Da gehört eine Ideologie dahinter. Zum Beispiel, dass man seinen Fehlerfolg auf sein Aussehen schiebt, auf psychische Erkrankungen, auf den Feminismus oder auf die sogenannte Hypergamie. Das ist eine Theorie, dass alle Frauen nur nach oben daten auf der Attractiveness Scale. Also die Theorie in der Traumwelt der Incels wäre, dass eine 10 eine 10 datet und eine 5 eine 5. Aber durch die Hypergamie der Frauen möchten sie alle nur nach oben daten und das ist ein Problem für weniger attraktive Männer. Die glauben auch an eine aktive Verschwörung gegen Männer, das nennen sie Feminismus. Und teilweise sind da eben auch die klassischen antisemitischen Verschwörungstheorien dabei, dass das von einer großen Kabale gelenkt wird, um den weißen Mann aussterben zu lassen oder sowas. Und sie glauben außerdem, sie haben ein Recht auf Sex und Romantik. Das ist ein ganz großer Talking Point, den die immer wieder wiederholen. Sie haben zum Beispiel manche von ihnen die Vorstellung, dass es ein Government-Issue-Girlfriend-Programm geben sollte, dass sozusagen Sex-Sozialismus, dass eben Leuten based on the attractiveness scale PartnerInnen zugewiesen werden. Es gibt in der Incel-Szene ein Potenzial, gewalttätig zu werden und wir sehen später auch, dass es auch passiert und dass sie sehr viele Fantasien davon haben, Frauen einfach zu vergewaltigen oder umzubringen oder alle gut aussehenden Männer umzubringen. Aber ich verbringe sehr viel Zeit auf diesen Foren. Und meistens ist es einfach nur unglaublich traurig, weil das sind teilweise sehr junge Männer und die einfach aufgegeben haben mit 16, 17, 18, 19 Jahren, weil sie noch nie eine Freundin hatten und denken, sie sind jetzt verloren und sie werden niemals diese wunderschönen Erfahrungen haben, die Teenage-Liebe bedeutet. Und sie sind unglaublich traurig und was diese Männer eigentlich brauchen, ist psychologische Hilfe, die es aber einfach nicht gibt in unserer Gesellschaft.
Incels haben ihre eigene Sprache. Sehr viel davon ist in den Mainstream übergegangen. Ich erzähle euch trotzdem kurz, was Wörter bedeuten. Was ihr bestimmt alle kennt, sind die Red Pill und Blue Pill. Das ist eine Referenz zum Film Matrix, was natürlich unglaublich ironisch ist, wenn man weiß, wer den Film gemacht hat. Ursprünglich kommt das eben aus den Incel-Foren und der Manosphere und jetzt benutzt das Leute überall. Wer noch Blue Pilled ist oder die blaue Pille geschluckt hat, hat sich der Wahrheit, der Ideologie noch nicht geöffnet, lebt in einer glücklichen Scheinwelt, glaubt, dass Mensch mit Self-Improvement und einem guten Charakter in eine glückliche Beziehung kommen kann, auch wenn die Person hässlich ist. Da fallen zum Beispiel nach der Incel-Ideologie die Pickup-Artists rein, deswegen ist dieser Beef entstanden. Und die Red Pill hat eben die Wahrheit erkannt. Heterosexuelle Männer werden in der heutigen Welt von Frauen unterdrückt. Das ist der schon erwähnte Verschwörungsmythos mit antisemitischen und rassistischen Elementen. Es gibt eine große Weltverschwörung. Genau. Aber wir leben im Internet, das heißt, es ist nicht nur bei Blue Pill und Red Pill geblieben. Es gibt einen ganzen wundervollen Regenbogen an verschiedenen Pillen, die man schlucken kann. Die Black Pill ist so noch die Steigerung der Red Pill. Das ist das, was tatsächlich Incels ausmacht. Also die Red Pill sind mehr so MGTOWs, Men Going Their Own Way, wir sind alle verloren. Und Black Pill ist mehr so, wir müssen jetzt tatsächlich irgendwas unternehmen. Wir müssen eine Incel-Revolution starten. Es gibt keine Chance mehr. Wir haben keine Hoffnung, auch nicht mit Schönheitsoperationen oder so. Da gibt es verschiedene Experimente auf Tinder, wo eben zum Beispiel dieser sehr bekannte, sehr gut aussehende Mugshot von einer Person auf Tinder verwendet wird und in den Bios von Tinder stehen ganz wilde Sachen, so wie ich bin eigentlich Registered Sex Offender und so, und dann teilen sie halt Screenshots, wie sie trotzdem von Frauen angeschrieben werden, und das ist dann der Blackpilled-Moment, Frauen achten nur auf das Äußere und alles andere ist egal. Dann haben wir, wenn du so Blackpilled bist, dass du wieder Whitepilled wirst, das ist der MGTOW-Approach. Dein Ziel ist ein glückliches Leben. Du hast sozusagen den optimistischen Nihilismus. Du hast aufgegeben für alles. Du siehst keine Chance mehr, aber das ist so schlimm, dass es dir egal ist. Also du akzeptierst einfach, dass du keine Chance hast und du lebst dein Leben einfach trotzdem. Dann haben wir die Pink Pill. Überhaupt nicht sexistisch. Die Femcell-Version der Black Pill, das ist für weibliche Incels. Über die reden wir auch später noch kurz. Femcells sind sehr viel weniger gewaltbereit und sehr viel mehr traurig als Incels. Und die Purple Pill ist farbtheoretisch korrekt eingeordnet zwischen der Red Pill und der Blue Pill. Das sind die Leute, die gerade noch radikalisiert werden, die haben die Purple Pill geschluckt. Genau. Wer lebt in der Welt der Incels? Einmal haben wir die Protagonisten. Die haben so verschiedene Namen. Das macht etymologisch nicht mehr so viel Sinn, wenn du einfach nur den Namen Cell hinten ranhängst, aber so funktioniert es halt. Einmal True Cell, ein echter Incel, der hat unveränderliche Eigenschaften, er wird für immer ein Incel bleiben, er ist eine Jungfrau, er ist ungeküsst, er hat noch nie Händchen gehalten, und das ist so Nonplusultra. Wenn du das hast, hast du in den Incel-Foren extreme Deutungshoheit. Das Gegenteil davon ist ein Fake Cell. Die werden von anderen Incels nicht als Incels anerkannt, entweder weil sie irgendwann in der Vergangenheit schon mal Sex hatten oder weil sie ein Vol-Cell, also ein Voluntary Celibate Incel sind. Das heißt, nee, deine Standards sind zu hoch. Wenn du nicht mit einer weiblichen Eins schlafen würdest, dann bist du kein echter Incel. Und wir haben die Femcells, das sind weibliche Incels, die haben auch ihre eigenen Foren, ihre eigene Gemeinschaft. Die werden von den männlichen Incels nicht akzeptiert, weil sie würden ja mit jedem schlafen, mit jeder schlafen, deswegen kann es keine weiblichen Incels geben. Zum Beispiel gibt es da einen Podcast und einen Subreddit, der heißt Female Dating Strategy. Und da ist es halt einfach sehr viel von dem, was Feministinnen sehen und beobachten, nämlich dass Beauty Standards absolute Bullshit sind, dass uns in Magazinen und in Werbungen ein Schönheitsideal vermittelt wird, das die Standardfrau einfach nicht erreichen kann. Aber statt dass sie dann die Gesellschaft verändern wollen und das Patriarchat abschaffen, geben sie mehr sich selbst und dem einzelnen Mann die Schuld und werden deswegen zu Femcells und sehr traurig und depressiv und psychisch krank. Und dann haben wir noch mehr lustige Unterkategorien mit nochmal Content Note Rassismus.
Ein Braincell ist ein Incel, der so intelligent ist, dass Frauen nicht mehr verstehen, worüber er redet, und deswegen kann er nicht daten. Dann haben wir Black Cell oder N-Word Cell, heißt natürlich nicht wirklich N-Word Cell. Das ist eine rassistische, teilweise Eigenbezeichnung für schwarze Incels, die denken, dass sie keinen Erfolg haben, weil sie schwarz sind und alle Frauen sind rassistisch. Das Gegenteil von Tyrone. Tyrone lernen wir gleich noch kennen. Und dann haben wir die rassistische Eigenbezeichnung für Incels aus Asien. Rice Cell, ebenfalls nach Essen benannt, sind die Curry Cells. Das sind Incels aus Südasien. Oder die Bean Cells oder Taco Cells, das sind Incels aus Südamerika. Ich weiß nicht, warum sie sich alle nach Essen benannt haben. Genau, aber die geben eben diesen rassistischen Zuschreibungen und der rassistischen Welt den Schuld daran, dass sie keine blonde Virgin Girlfriend finden können. Dann haben wir noch die Mental Cell, die eben der psychischen Krankheit die Schuld an ihrem Incel-Dasein geben, aber die nicht denken, dass sie, wenn sie sich in Therapie begeben würden oder so, dass sie dann Chancen hätten. Also es sind nicht nur psychische Krankheiten, es sind auch Neurodivergenzen, die damit runterfallen, die halt einfach denken, Frauen hassen alle Menschen, die psychisch krank sind oder neurodivergent, und deswegen haben sie keine Chance. Und mein persönlicher Favorit ist der Wrist Cell. Die haben dünne Handgelenke und deswegen mögen Frauen sie nicht. Neben den Protagonisten muss es natürlich Antagonisten geben. Einmal Classic kennt man wahrscheinlich aus dem Internet, das ist der Chad. Das ist der gut aussehende, sozial kompetente, reiche Mann, das Objekt der Begierde aller Frauen. Er hat ein aktives Sexleben, ein Frat Bro sozusagen. Meistens wird stereotypisiert, dass diese Männer nicht besonders intelligent sind, aber trotzdem alle Frauen bekommen. Und das ist, was man heute in der Dating Coach Andrew Tate Crew mehr so als Alpha Males bezeichnet. Das weibliche Äquivalent dazu ist Stacy. Die ist auch wunderschön, gut aussehend, entspricht den eurozentrischen Idealen. Sie hat große Brüste, blaue Augen, blonde Haare, hat ein super aktives Sexleben und datet nur Chads, so wie alle Frauen. Und ein bisschen weniger attraktiv als Stacy ist Becky. Die hat auch weniger sozialen Status, hat vielleicht sogar ein bisschen eigene Gedanken, so wie Frauen das halt können, also nicht ganz so viele. Und datet trotzdem nur Chads, weil alle Frauen sind biologisch so programmiert, nur Chads daten zu wollen, oder alternativ Teil einer Weltverschwörung und wollen nur Chads daten. Abgesehen von den Chads gibt es noch den Brad. Der ist leicht überdurchschnittlich attraktiv, also so eine 8 oder so auf der Attractiveness Scale. Wird manchmal auch Chad Light genannt. Das ist das, was man jetzt in modernen Diskursen mehr so als Beta bezeichnen würde. Und das sind die Männer für die Frauen, nachdem sie mit ihrer Ho-Face durch sind und nicht mehr attraktiv und jung genug sind, um das Cock-Carousel zu reiten, setteln. Genau. Also die werden dann irgendwann geheiratet und dürfen Geld verdienen. Ja, wir haben schon über Tyrone gesprochen. Das ist ein Chad mit Sub-Saharan African Vorfahren, also ein schwarzer Chad. Ein asiatischer Chad heißt Chang. Überhaupt nicht rassistisch, diese Bezeichnungen. Und Normies sind halt, wie im Internet so allgemein, die Leute, die keine Ahnung davon haben, was gerade passiert. Die sind durchschnittlich oder unterdurchschnittlich attraktiv, aber haben sich nicht mit der Red Pill oder Black Pill befasst und glauben deswegen nicht an die Incel-Ideologie. Dann habe ich euch einen ganz kurzen historischen Überblick mitgebracht. Woher kommen diese Incels eigentlich? Der Begriff Incel wurde erfunden von einer Frau 1997 von Alana. Die hat Alanas Involuntary Celibacy Network gegründet. Das war eigentlich eine richtig cute Idee. Sie wollte einfach nur Menschen verbinden, die Probleme haben zu daten. Ich weiß nicht, wie gut ihr das lesen könnt, aber da gibt es zum Beispiel auch noch Subkategorien für homosexuelle Menschen. Das Ganze war eigentlich super inklusiv gedacht. Leider Gottes sind dann halt die Männer gekommen und haben das alles übernommen. Und das
Alana dieses Wort erfunden hat, ist super problematisch. Incels möchten das nicht wahrhaben. Sie haben zum Teil so halb echte oder fake Dokumente, wo irgendwie Belege sind für das Wort im 18. Jahrhundert oder so. Einfach damit sie nicht akzeptieren müssen, dass eine Frau das erfunden hat. Und sie ist heute immer noch aktiv. Sie macht sehr viel Self-Improvement. Sie hat einen Twitter-Account und distanziert sich sehr aktiv von den Incel-Foren. Und sie hat auch mal versucht, ein Aussteigerprogramm zu organisieren. Das hieß Love Not Anger, Not Anger. Love Not Anger. Das war aber nur, ich glaube, 1,5 Jahre online. Und dann wurde sie von den Incels überrannt und musste sich zurückziehen. Das ist super schade, weil ich glaube, Alana ist eine ziemlich based Person eigentlich. Genau, das Ganze ist natürlich sehr viel auf Internetforen passiert. Eins der größten war loveshy.com, es wurde 2003 gegründet, war 12 Jahre lang super aktiv, 2020 geschlossen, hat jetzt eine neue Adresse loveshy.net, da ist es aber nicht mehr so aktiv. Und 2011 wurde ein Dokumentarfilm gedreht, der hieß Shy Boys IRL, den könnt ihr euch auf YouTube anschauen, der geht nur eine halbe Stunde. Und der ist sehr viel besser als diese furchtbare Y-Kollektiv-Dokumentation. Da sieht man sehr gut diese Dynamiken, die passieren, dass Leute eben sich gegenseitig immer weiter reinziehen, weil da sehr verschiedene Persönlichkeiten dargestellt werden. So eine Person, von der Vaginas einfach eklig findet, aber nicht akzeptieren kann, dass er wahrscheinlich eventuell einfach nicht auf Vaginas steht. Und eine Person, die einfach nur sehr traurig und einsam ist und psychische Hilfe braucht. Und eine Person ist dabei, der ist einfach nur super wütend und sagt die furchtbarsten Dinge. Und zum Beispiel gibt es eine Szene, wo eine Person auf dem Bett liegt und sagt, ja, ich finde schon, dass Frauen Menschen sind. Und dann kommt diese hasserfüllte Person und sagt so, ja, wenn du das wirklich glaubst, dann bist du auf die Propaganda reingefallen. Also wenn man sich das geben möchte, halbe Stunde auf YouTube zu finden, genau. Es gibt in der Incel-Welt eine Diskussion darüber, ob Love Shy eigentlich das gleiche ist wie Volcel, weil du kannst ja einfach aufhören, schüchtern zu sein und es liegt nicht an deinen körperlichen Eigenschaften, sondern du musst einfach nur dein Mindset ändern. Und wenn du das könntest, dann wärst du nicht mehr Incel, deswegen bist du es eigentlich freiwillig. In Deutschland gab es 2005 2 Online-Foren, Absolut Beginner und ohneerfahrung.de. Absolut Beginner gibt es immer noch. Ich habe da mal drauf geschaut. Die letzten Beiträge sind, glaube ich, von 2018, also nicht mehr so aktiv. Und darüber wurden auch 2 Dokus gedreht. Die sind beide auch auf YouTube zu finden. International ist die Meinung zu diesen beiden deutschen großen Foren eben, dass die nicht radikal genug sind, sich noch nicht genug der Red Pill und der Black Pill geöffnet haben. Und die meisten deutschen Incels sind eben auf den internationalen Foren unterwegs. Davon gab es sehr viele. Immer mit einer anderen Adresse, also .me, .is, .co. Moment, das ist IS. Und dieses Foren wurden gegründet, weil eben Incels auf Reddit gebannt wurden. Also Incel, Incels, Braincels, alle davon wurden irgendwann auf Reddit gebannt. Und dann haben sie sich eben eigene Foren gegründet. Und immer wenn irgendein Grund existiert, warum die Medien über Incels reden, also meistens ein Terroranschlag, dann werden eben die Websites-Hosts von Medien und Privatpersonen so lange genervt, bis sie die Foren wieder löschen und dann gibt es eben Neues. Und auf diesen Foren ist es unglaublich toxisch. Es darf keinen Optimismus geben, man darf nicht angeben darüber, dass man irgendeine positive Erfahrung gemacht hat. Man darf nicht mal über Erfahrungsberichte mit Sexarbeiterinnen sprechen, aber dazu gab es jetzt eine Umfrage und man darf es jetzt vielleicht doch. Und durch dieses keinen Optimismus, keine positiven Erfahrungen entsteht eben so eine Spirale, die immer negativer wird und man sieht nur, dass es den anderen auch schlecht geht und mir geht es auch schlecht und niemandem passiert irgendwas Positives. Und wenn mir was Positives passiert, dann werde ich aus dieser Community, die vielleicht meine einzige soziale Interaktion ist, ausgeschlossen. Und das ist natürlich unglaublich toxisch und problematisch. Und ich habe euch hier mal die aktuellen Regeln mitgebracht. Es dürfen nur 18-plus Incels mitmachen. Frauen und LGBT-Menschen dürfen nicht mitmachen. Non-Incels dürfen auch nicht mitmachen. Unter 18 wird wahrscheinlich nicht so wirklich durchgesetzt. Genau, und man darf eben nicht über Experiences reden, weder romantisch noch sexuell, egal wie lange die her sind. Und jetzt genau neue Umfrage, Paid Sex darf besprochen werden. Und das Ganze kann eben zu einem Bann oder einer Warnung führen.
Jetzt für die nächste Slide gibt es nochmal eine Triggerwarnung. Ich werde jetzt nochmal über Incel-Anschläge sprechen, die passiert sind. Der erste war 2014 mit Elliot Roger in Alvista. Er hat das vielleicht bekannte Manifest My Twisted World veröffentlicht. Das Ganze ist so abgelaufen, dass er erst seine beiden Mitbewohner in seinem College-Dorm umgebracht hat. Das waren auch die einzigen Menschen, die er getötet hat. Danach ist er mit seinem Auto losgefahren zu einem Sorority-Haus, weil er natürlich schöne blonde Frauen töten möchte. Da war die Tür versperrt und er ist nicht reingekommen, hat sofort aufgegeben und ist einfach nur mit seinem Auto wahllos in Menschen reingefahren. Und obwohl er irgendwie ziemlich versagt hat bei seiner Incel Revolution, ist er jetzt eben der Supreme Gentleman. Das ist kein Name, den ihm die Incels gegeben haben, nachdem er gestorben ist, sondern er hat sich selbst The Supreme Gentleman genannt in seinem Manifest und in den Videos, die er vorher auf YouTube veröffentlicht hat. Und Going ER, also Going Elliot Roger, ist so ein bisschen Code dafür, wenn man selbst einen Anschlag plant. Und er hat seinen Anschlag The Day of Retribution genannt und viele Incels sprechen halt so darüber, dass sie einen neuen Day of Retribution planen. Dann ebenfalls sehr bekannt und sehr medial aufgearbeitet war Alec Manassian. Das war 2018 ein Anschlag in Toronto. Er hat ebenfalls sein Manifest beendet mit Bezug auf Elliot Roger. Er hat All Hail the Supreme Gentleman reingeschrieben und in diesem Abschiedspost hat er eben auch 4chan verwendet. Das war danach für 4chan sehr anstrengend, weil die Mainstream-Medien teilweise zum ersten Mal davon gehört haben. Nicht, dass ich 4chan jetzt besonders geil finde, aber die hatten danach ein bisschen Probleme, dass sie halt auch gemeldet wurden, bombardiert wurden. Es wurde versucht, 4chan offline zu nehmen. Und das waren zwei sehr deprimierende Incels. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen was Lustiges. Black Ops 2Cell, beziehungsweise St. Black Ops 2Cell, auch genannt der Patron Saint of Incels. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Niemand weiß, wer das ist. Incels haben ein Foto von dieser Person gefunden und dachten, der ist so hässlich, der muss Incel sein. Und er ist benannt nach seinem T-Shirt, wurde eben gefotoshoppt in dieses Patron Saint of Incels Foto und wird da ebenfalls verehrt. Es gibt Theorien, dass es einfach ein Mann aus Frankreich ist, der inzwischen wahrscheinlich davon mitbekommen hat, aber er hat kein öffentliches Auftreten, keine direkte Verbindung zu den Incels. Sie haben einfach nur dieses eine Foto gefunden und ihn zu ihrem Patron Saint gemacht. Sehr wild. Genau. Das Gleiche, was wir jetzt gerade mit Incels gemacht haben, machen wir jetzt nochmal mit Dating Coaches und Pickup Artists, um eben diesen Bogen zum Mainstream zu spannen. Das ist ein bisschen zwei Seiten der Manosphere. Die einen hassen Frauen, wollen sie umbringen und die anderen hassen Frauen, aber wollen sie trotzdem flachlegen. Pickup Artists ist eine Bewegung aus den 90ern und frühen 2000ern, die beruht auf mehreren Büchern, meistens von Ross Jeffries oder Neil Strauss. Der hat einen fancy Namen, der nennt sich Style. Er hat sich inzwischen davon distanziert, aber nicht so richtig. Und außerdem sehr bekannter Pickup Artist ist Mystery, weil es in den frühen 90ern und 2000ern passiert ist, gab es Internetforen, Blogs, Websites, teilweise sogar noch Mailinglisten, wo die sich eben vernetzt haben, um über Pickup Artistry zu sprechen. Und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass aus jedem durchschnittlichen Mann ein perfekter Aufreißer werden kann, wenn du die richtigen Manipulationstechniken und psychologischen Tricks lernst, um eben die Frau zu knacken. Und also ihr könnt euch ein bisschen Barney Stinson vorstellen, aber nicht lustig. Genau, und aus diesen Pickup-Artists ist jetzt in den letzten Jahren die sogenannten Dating-Coaches geworden. Die sind genauso toxisch, ebenfalls hauptsächlich hetero- und cis-männlich. Es gibt auch Dating-Coaches, die versuchen, Frauen Tipps zu geben, aber die sind viel weniger erfolgreich. Ich frage mich, warum. Auch hier geht es um Selbstoptimierung und Manipulation des sogenannten Targets. Das ist die Frau, die sie haben wollen. Die sehen Frauen nicht als Menschen oder als weniger wertvolle Menschen, sondern mehr so als, okay, ich gebe Komplimente und Essen rein und ich bekomme Sex raus. Und der Unterschied zwischen den
Pickup-Artists und die Dating-Coaches ist teilweise, dass Dating-Coaches sehr viel mehr Geld mit diesen verzweifelten jungen Männern verdienen. Also Pickup-Artists haben auch Bücher verkauft, aber Dating-Coaches haben jetzt eben diese furchtbaren Online-Videos, die man für 100 Euro kaufen kann und nichts davon mitnimmt. Auch sie haben ihre eigene Sprache. Was bedeuten Wörter? Alpha, Beta, Sigma Mails, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Alpha ist wie gesagt vergleichbar mit Chat. Ein generell erfolgreicher Mann in absolut allen Lebenslagen, beruflich, bei den Frauen, bei anderen Männern. Der Unterschied zu dem Chat ist aber, dass Alpha-Behavior erlernt werden kann. Genau, die ganzen Alpha-Beta-Dinge kommen aus der nicht wahren Theorie, dass es in Wolf-Packs einen Alpha-Wolf gibt, der den Ton angibt und alle anderen sich unterordnen. Das ist schon sehr lange widerlegt. So funktionieren Wölfe nicht. So funktionieren auch Menschen nicht, aber die Begriffe haben sich eben gehalten. Ein Beta ist entweder vergleichbar mit einem Normie und ein durchschnittlicher Mann, der sich einfach damit zufrieden gibt, eine benutzte Frau zu heiraten. Oder es ist eine extrem negative Beleidigung, fast auf einer Stufe mit Incels und wird niemals eine Chance haben, weil er kein Alpha ist. Und sehr faszinierend finde ich das Phänomen der Männer, die sich selbst Sigma nennen. Die gehen davon aus, das ist die seltenste Art von Mann. Die sind genauso dominant und cool und erfolgreich wie Alphas, aber sie brauchen keine sozialen Interaktionen. Sie können, aber sie müssen nicht. Die sind mehr so der einsame Wolf. Und ich nenne das gerne auch so Zodiac Signs für Männer, weil es einfach Selbsttests online gibt und nichts davon bedeutet irgendwas, aber sie fühlen sich dadurch besser und haben eine Identität. Genau. Das, was Pickup Artists und Dating Coaches machen, nennen sie The Game. Das ist benannt nach dem Buch von von Styles. Genau, wo es einfach darum geht, dass Dating ist ein Game, Frauen aufreißen ist ein Game. Und da wird unterschieden zwischen dem Day-Game, wo man sich irgendwie einfach draußen irgendwo hinstellt und Frauen im Supermarkt oder auf einer Brücke oder so einfach anspricht, und dem Night-Game, wo man in einen Club oder in eine Bar geht und Frauen da anspricht. Und da gibt es ganze Vernetzungsseiten, übrigens auch für Deutschland, für Bayern, für Bamberg, habe ich nachgeschaut, wo nach Wingmans gesucht wird, und da gibt es eben Präferenzen. Möchtest du Daygame oder Nightgame oder ist es dir egal? Das kann man da angeben. Die Situationen, in denen das Game dann gespielt wird, nennt man Set, weil das halt einfach eine Performance ist, die da abläuft. Und das Target ist von Target Audience aus dem Business-Bereich übernommen, aus dem Marketing, zumindest wird es so gesagt, das geht nicht ums Schießen, sondern um Werbung. Das ist die fremde Frau, die angesprochen werden soll. Also sozusagen das Ziel, so wie in Zielgruppe, nur dass es eine einzelne Person ist. Und das Ziel davon ist immer ein Close oder halt der Abschluss. Entweder ein Numbers Close, wo Nummern ausgetauscht werden, ein Kiss Close, wo man sich küsst, oder ein Full Close, wo es zum Geschlechtsverkehr kommt. Wie sprechen diese Männer über Frauen? Die werden gerated, also es wird über Erfahrungsberichte geschrieben, da wird eben HB, HB 1 bis 10, also ein Hot Babe 1 ist eigentlich kein Hot Babe, weil es nicht hot ist, und ein Hot Babe 10 ist sozusagen Stacy. Genau, an der Attractiveness Scale, die ich euch schon kurz gezeigt habe. Red Flags, Warnsignale, sind eigentlich was, was schon Sinn macht, darüber manchmal zu sprechen, so wie, keine Ahnung, du gibst den, du bist gemein zu deiner Bedienung, ist eine Red Flag auf einem ersten Date. Das macht schon Sinn, da manchmal drüber zu reden. Aber was Pickup Artists und Dating Coaches manchmal für Frauen als Red Flags deklarieren, ist halt richtig wild. Also sie geht in Therapie, Red Flag. Sie wurde schon mal vergewaltigt, Red Flag. Sie hat keine Beziehung zu ihrem Vater, sie besitzt Katzen, sie färbt ihre Haare. Alles Red Flags, das sind Frauen, die man nicht manipulieren kann. Genau, dann gibt es auch den Sexual Market Value, weil wir leben ja nicht im Sexsozialismus, sondern im Sexkapitalismus. Das setzt sich eben aus dem Einkommen, dem Bodycount und der Attractiveness Scale zusammen. Der wird Männern und Frauen zugewiesen, und dann gibt es so die unsichtbare Hand des Sexmarkets, die Leute irgendwie hin und her schiebt, sodass sie zusammenpassen. Und je höher dein Sexual Market Value, desto besser kannst du auch Frauen mit Sexual Market Value, der hoch ist, aufreißen.
Beim Bodycount geht es um die Anzahl von vorherigen SexpartnerInnen. Bei Männern ist ein hoher Bodycount gut, bei Frauen ist ein hoher Bodycount schlecht. Und es gibt da so ganz wilde Theorien, dass, okay, wenn du eine Frau nach deinem Bodycount, nach ihrem Bodycount fragst und sie sagt 3, dann musst du es mit 3 Mal nehmen und dann noch ein bisschen dazu denken. Und wenn sie sagt 4, dann musst du es mit 4 Mal nehmen und noch ein bisschen was dazu denken. Also es ist einfach immer 50. Woher kommen Dating Coaches und Pickup Artists? Kurzer historischer Überblick. Das ist das Gesicht der Pickup Artists. Das ist Mystery. Genau. Von der TV-Show, das war eine Reality-TV-Show auf MTV, die liefen 2 Staffeln, einmal 2007 und einmal 2008. Er war eben der Host. Und der Plan, das Setting war, dass in der ersten Staffel 8, in der zweiten Staffel 9 Männer gecastet wurden, die bisher keinen Erfolg bei Frauen hatten. Und die haben dann verschiedene Challenges bekommen und Unterweisungen. Zum Beispiel, dass sie einfach eine Frau innerhalb von 3 Sekunden ansprechen müssen oder dass sie eine Nummer bekommen müssen, ohne bestimmte Wörter zu sagen. Oder die vorletzte Folge in der ersten Staffel war, dass sie eine Stripperin aufreißen müssen, ohne sie zu bezahlen. Das ist so eine der schwersten Challenges. Und die Kandidaten hatten halt teilweise echte psychische Probleme, also zum Beispiel eine soziale Phobie oder sowas oder Trauma aus ihrer Kindheit. Aber damit wurde gar nicht gearbeitet. Das wurde einfach nur beigebracht, so hey, du musst dein Mindset ändern, du musst verstehen, wie die Frau denkt, du musst sie knacken. Und dann funktioniert das, weil Frauen sind keine Menschen, man kann sie einfach knacken. Genau, und aus diesen Pickup-Artists, die es in den 2000ern gab es dann eine Weile lang sehr wenig zu diesem Thema online und jetzt in den 2010ern, die letzten 5 Jahre bis heute, gibt es eben mehr Dating-Coaches, die sich auf TikTok und Instagram verbreiten als eine neue rebrandete Version und die richten sich eben an eine neue junge Zielgruppe. Also das sind dann solche coole Videos, die sehr kurz geschnitten sind mit vielen Cuts. Es ist ein möglicherweise attraktiver Mann, es sind manchmal sehr attraktive Frauen dabei und die erzählen einfach, wie du mit Frauen umgehen musst. Und wenn man da einfach so durchscrollt, dann denkt man sich im ersten Moment gar nichts dabei, weil du hörst nur die ersten 5 Sekunden und dann scrollst du weiter, weil es dich nicht interessiert und du hörst halt so, this is how you talk to women und dann scrollst du weiter. Aber dann, wenn du es dir anhörst, dann hörst du halt so Sachen wie Push-and-Pull-Methode, also du gibst dir gemischte Signale oder du redest mit ihr, als ob du mit einem Kind reden würdest oder du machst ihr Non-Compliments oder dieses sogenannte Nagging, dass du ihnen sagst, so hey, dafür, dass du übergewichtig bist, siehst du eigentlich ganz gut aus oder eigentlich stehe ich nicht auf Frauen wie dich, aber du hast irgendwas und das wird den Leuten eben beigebracht oder eben diese schon genannten Red Flags, die ich gerade aufgezählt habe. Und das Problem ist eben, dass die Leute nicht nur diese 30 Sekunden bescheuerten Videos ins Internet stellen, sondern damit richtig viel Geld verdienen wollen. Die verkaufen überteuerte Kurse ohne echten Inhalt. Und sehr häufig ist es zusammen mit sogenannten Crypto-Bros, die wir bestimmt auch alle lieben. Also du investierst in diese Krypto und du kaufst dir mein Video und dann kannst du dir ein Lamborghini kaufen und hast alle Bitches. Und du musst nur 200 Euro dafür bezahlen. Und teilweise ist es eben auch ein bisschen Multilevel-Marketing-mäßig aufgebaut, dass du nicht nur den Kurs kaufen kannst, sondern du kannst auch einen weiteren Kurs kaufen und der zeigt dir dann, wie du selber Kurse erstellen kannst. Und dann kannst du auch 200 Euro für ein Video verlangen. Die gibt es eben, wie gesagt, auch auf Deutsch. Das ist, glaube ich, einfach datingfürmänner.de oder so. Ja, ich habe leider keine Quelle dazu geschrieben, aber es ist, glaube ich, auch besser so. Genau, und das Ganze ist super gefährlich, weil durch TikTok und Instagram die Zielgruppe halt immer jünger wird. Also ich sehe sehr viel, wenn ich nach Incels suche oder einfach nur so im Internet unterwegs bin, Erfahrungsberichte von super verzweifelten Eltern, die meinen so, hey, mein Sohn ist 14, 15 und er glaubt das, was er im Internet sieht. Und ich habe Beschwerden aus der Schule bekommen, dass er sich richtig respektlos und sexistisch gegenüber Lehrerinnen verhält und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil die eben einfach diese Videos sehen und sie sind jung und sie fühlen sich vielleicht nicht
ernst genommen? Weil wer fühlt sich denn in seiner Pubertät ernst genommen und wohl in seinem Körper? Niemand. Und diese Männer, Dating-Coaches, suchen sich halt gezielt diese junge Zielgruppe raus, eben um Geld zu verdienen. Und dabei bringen sie diesen jungen Männern nicht nur frauenfeindliche Weltbilder bei, die eine Gefahr für Frauen und Flinterpersonen darstellen, sondern die zerstören auch nachhaltig das Selbstwertigkeitsgefühl von diesen jungen Männern. Das ist allgemein richtig uncool, nicht nur für Frauen, sondern auch für betroffenen Jungs. Und einer der bekanntesten von diesen Leuten ist Andrew Tate. Sein echter Name, der komplette Name ist Emery Andrew Tate III. Er war früher Kickboxer, ist jetzt Dating Coach. Er hat eine Plattform, wo er eben seine überteuerten Videos verkauft, die Hustlers University. Nachdem er verhaftet und wieder freigelassen wurde, heißt sie jetzt The Real World. Er ist außerdem ein Vergewaltiger, Ausbeuter und Zuhälter. Wir sehen hier gerade, wie er in Rumänien festgenommen wird. Er hat Frauen die große Liebe vorgespielt, sie dann mit nach Rumänien genommen und sie dann überredet, Online-Sex-Work zu machen und ihnen nichts oder sehr wenig von dem Geld gegeben, das er damit verdient hat. Und das sind auch keine Anschuldigungen, die irgendwie im Raum stehen, sondern das sind Sachen, die er auf Hustlers University und in verschiedenen Podcasts, zum Beispiel bei Alex Jones, zugegeben hat. Er hat auch zugegeben, dass er nach Rumänien gezogen ist, weil da das mit der Korruption leichter funktioniert. Inzwischen wurde er wieder freigelassen, aber vielleicht nochmal festgenommen. Sein Bruder ist auf jeden Fall noch frei. Und ich finde, auch in Deutschland, unter jedem Beitrag, den man gesehen hat, selbst wenn es die Tagesschau war, zu Andrew Tate wurde festgenommen, kamen halt irgendwelche jungen Männer, die gemeint haben, das ist alles Propaganda und das stimmt nicht. Und das ist eine jüdische Weltverschwörung und alles Mögliche. Und Andrew Tate hatte auch kurz eine Phase, wo er sich als sehr gläubigen Muslim ausgegeben hat. Und dann meinten Leute so, das ist die antisemitische Verschwörung gegen Muslime und gegen Männer. Und das Ganze ist riesengroß und sehr problematisch. Und man kann es kurz lustig finden und so, haha, diese Andrew Tate-Fanboys. Aber es hat halt einfach echte Konsequenzen, nicht nur für die Frauen, die er targetet und nicht nur für die Frauen, die seine Fanboys targeten, sondern auch einfach allgemein rassistische, antisemitische, sexistische Anschauungen, die in jungen Männern weitergegeben werden. Und dann sind wir bei der großartigen Frage, was machen wir denn jetzt mit diesen Informationen? Wie können wir das verändern, stoppen, rückgängig machen? Bin da nicht so weit gekommen in meiner Recherche, meinen Gedanken. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel bessere sexuelle Aufklärung. Sehr viele von diesen Leuten glauben einfach nicht, dass Frauen Spaß an Sex haben. Und deswegen funktioniert das auch mit dem Kompliment rein und Sex raus, weil Frauen haben eh keinen Spaß dran. Oder Frauen sind weniger wert und transsexuelle Menschen existieren nicht. Brauchen wir einfach bessere sexuelle Aufklärung, besonders bei den jungen Männern, bevor sie von Andrew Tate und ähnlichen Menschen in diesen Videos gefangen werden. Und wir brauchen eine bessere psychologische Betreuung. Das muss einfacher werden. Erstens muss es strukturell vom Staat aus einfacher werden, psychologische Hilfe zu bekommen, weil, lol, schaut euch Deutschland an, schaut euch Bayern an, funktioniert nicht so gut. Und dann muss auch dieses Stigma, dass Männer keine psychischen Probleme haben, extrem dringend abgebaut werden, damit sie sich eben diese Hilfe bei professionellen Menschen suchen und nicht auf Incel-Foren oder bei Online-Dating-Coaches. Und meine Lieblingslösung ist Patriarchat abschaffen, weil dann sind wir die ganze toxische Männlichkeit hoffentlich los. Okay, wenn euch das interessiert, ihr euch selbst genauso sehr hasst wie ich und ihr mehr darüber lesen wollt, habe ich Literaturempfehlungen mitgebracht. Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults von Veronika Kracher. Großartig. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist das weiße Buch mit dem Pepe-Meme vorne draus. Ich habe es gelesen mehrmals und man merkt einfach von Kapitel zu Kapitel, wie Veronika Kracher genervter ist und es ist großartig zu lesen. Und es hat auch sehr viel inhaltlich richtigen Input. Politische Männlichkeit, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Da geht es nochmal mehr um die Verbindung zur Alt-Right und zur rechtsextremen Szene von Susanne Kaiser. Finde ich auch großartig, sehr empfehlenswert. Und Männer, die Frauen hassen, von Incels bis Pickup-Artists, die Wahrheit über extreme Misogynie und wie sie uns alle betrifft, von Laura Bates, habe ich auch die letzten Tage erst gelesen. Ist
fand ich tatsächlich am anstrengendsten zu lesen, weil es einfach sehr viele Themen mitnimmt, sehr anstrengend ist, aber sehr gut inhaltlich. Und bevor ihr mir Fragen stellen dürft, ich bin von KIWA. Das steht für Kultur, Information, Bildung, Antifaschismus. Wir machen Vorträge wie diesen hier oder zu anderen Themen. Wir machen kleine Konzerte in Bamberg. Wir machen vielleicht hoffentlich wieder das FCLR. Wir haben jeden dritten Freitag im Monat den Antifa-Tresen im Balthasar. Diesen Monat haben wir ihn extra verschoben, damit wir keine Gegenveranstaltung machen. Also wenn ihr nächsten Freitag noch nichts vorhabt, kommt vorbei. Folgt uns auf Social Media. Ich bin offen für Fragen. Dankeschön. Ich sehe keine Fragen. Ich habe die ersten paar Minuten nicht mitbekommen. Vielleicht hast du schon gesagt gehabt, warum bist du in diesen Gruppen und bist du da aktiv? Also trittst du in Aktion oder hörst du zu und warum tust du dir das an? Ich trete nicht in Aktion, das habe ich ganz am Anfang gemacht. Ist aber nicht so geil. Ich habe sehr gerne Kontrolle darüber, wann ich das sehe und was ich sehe. Und ich möchte nicht die Benachrichtigungen bekommen, jemand hat auf deinen Kommentar geantwortet oder so. Das ist mir dann zu viel. Und ich bin da einfach, weil ich habe es am Anfang gesagt, meine Freunde nennen es Digital Self-Harm. Es ist so ein Special Interest irgendwie. Und ich bin einfach sehr gerne darüber informiert. Und ich bin auch sehr viel in anderen so Hate-Gruppen unterwegs. Also ich beschäftige mich auch sehr viel mit TERFs zum Beispiel, einfach weil ich es super spannend finde und sehr wichtig, dass wir wissen, was passiert auf der anderen Seite und außerhalb von unserer Bubble. Macht das Sinn? Vielleicht ein bisschen eine spezielle Frage. Kannst du nochmal zu der Folie gehen, wo die Regeln von dieser Incel-Seite waren? Yes. Da. Genau. Was ich spannend finde, weil ich mache selber Live-Rollenspiel, ist der letzte Punkt, dass der Do Not LARP, also dass der LARP als Simulieren bezeichnet wird. Das habe ich in der Art und Weise noch nie gehört. Ist das da ein gängiger Begriff? Oder ich habe das noch nirgends gesehen, außer auf tatsächlich diesem Incel-Forum. Also auf Reddit oder so ist das kein Ding. Und ich glaube, das bezieht sich sehr auf die Non-Incels, also sie dürfen nicht als Incels larpen, also basically das, was ich machen würde, wenn ich interagieren möchte, um sie zu baiten oder so. Aber es gibt es tatsächlich nur auf dem incels.is, nicht auf Reddit, 4chan, anderen Dingen, wo sie unterwegs sind. Also mit der Ausdrucksweise, die Regel gibt es trotzdem. Also wenn ich das, das Thema hat ja ganz viel auch mit psychischer Gesundheit zu tun. Inwieweit wissen Therapeutinnen oder Sozialarbeiterinnen oder so darüber Bescheid und gibt es da auch, also macht man sich in der Umgebung irgendwie Gedanken über Gegenstrategien oder wie man damit umgeht? Ist das eine Antwort auf die Frage? Okay, dann würde ich die Antwort kurz abgeben. Okay, Background, ich habe quasi so ein bisschen Sozialarbeit studiert. Auf viele von den tatsächlich tieferen Internetsachen sind Leute überhaupt nicht vorbereitet, also LehrerInnen, SozialarbeiterInnen oder sowas. Aber sowas wie Andrew Tate zum Beispiel ist da sehr angekommen und seitdem machen sich Leute darüber Gedanken, wie man damit mit, vor allem mit Jugendlichen eben umgeht. Zu TherapeutInnen in Einzeltherapie kann ich nichts sagen. Okay, beantwortet das die Frage ausreichend? Okay, ich habe jetzt zum Beispiel keine Vernetzung von TherapeutInnen oder so gefunden, die sich darüber austauschen, also weder in Deutschland noch international. Also es kann schon sein, dass es einzelne SpezialistInnen gibt, aber keine große Bewegung.
Ja, danke für den spannenden Vortrag. Du hattest ja erwähnt, dass Alana mal so ein Aussteigerprogramm angefangen hätte. Gibt es denn irgendwelche Programme, irgendwelche Hinweise? Was sagt man den Eltern, wenn sie sagen, Hilfe, mein Sohn ist Insel? Oder ist das etwas, was tatsächlich nur individuell durch Therapie dann passieren kann? Oder gibt es da irgendwelche Vernetzungen auch von Menschen, die da wieder raus wollen, wenn sie mal reingeraten sind? Das ist super schwierig, weil es gibt es immer wieder. Also zum Beispiel gab es den Subreddit Incels Without Hate und das hat ungefähr ein halbes Jahr funktioniert, dass sie versucht haben, positiv miteinander zu sprechen, aber dann wurde ein großer Incels-Subreddit gebannt und alle Incels, die keinen Bock auf Without Hate hatten, sind halt einfach auf dieses Forum übergesprungen und haben da genauso weitergemacht wie in dem alten Forum. Und diese Plattform, um sich positiv auszutauschen, ist einfach verschwunden und übernommen worden. Und das ist, passiert halt irgendwie jedes Mal, wenn diese Menschen sich selbst organisieren wollen. Und wenn es irgendwie eine große Kampagne gibt, wie zum Beispiel Alanas Aussteigerprogramm, dann wird das halt auch mit Hass bombardiert. Also alles, was irgendwie öffentlichkeitswirksam ist und von Privatpersonen gemacht, hat keine Chance, ohne riesengroßes Supportnetzwerk da irgendwie zu existieren, ohne zu Tode gespammt zu werden, ohne mit Todesdrohungen bedroht zu werden. Es gibt, soweit ich weiß, keine, also es gibt natürlich Aussteigerprogramme für Sekten und so weiter, wo man sich vielleicht melden könnte, aber das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass es halt so Fragen online gibt und darauf gibt es immer wieder die gleiche Antwort, nämlich du musst mit deinem Kind reden und deinem Kind zuhören, warum es diesem Menschen glaubt. Und du darfst nicht sofort hingehen und sagen so, hey, Andrew Tate ist scheiße, hör auf damit, schau dir das nicht mehr an, ich verbiete es dir. Was pädagogisch natürlich auch Sinn macht, dass man dem Kind zuhört und Alternativen bietet und Therapie anbietet, aber es gibt keine großen organisierten Aussteiger-Dinge, von denen ich weiß. Ich glaube, es gibt ein paar lokale, aber nicht so wirklich. Dankeschön. Ich hätte jetzt eine Frage, was wäre denn ein Inhalt von so einem Aussteigen aus keiner Partner haben? Also wie, das verstehe ich nicht. Ach so, du steigst natürlich nicht aus keinem Partner haben, sondern du steigst aus dieser Negativspirale von die Welt ist scheiße und hasst mich und es gibt eine Verschwörung gegen mich und ich habe keine Chance, außer gewalttätig zu werden oder mich selbst zu hassen. Also du kannst natürlich nicht aussteigen daraus, dass du keinen Partner hast, wenn du keinen Partner hast, aber du kannst eben zurück in die Gesellschaft kommen und nicht mehr so hasszerfressen sein und in Therapie gehen und deine Probleme tatsächlich bearbeiten und nicht davon ausgehen, dass eine Partnerschaft alle deine Probleme lösen würde, weil würde sie nicht. Vielleicht so eine Frage, wie sieht denn das restliche Soziotop in diesem Bereich aus? Also ich stelle mir jetzt so ein Insta-Forum eher als, sagen wir, rechtsreaktionär vor, in politischen Belangen außerhalb oder ich weiß nicht, gibt es da jetzt die, wir wollen den Klimawandel verhindern, aber wir sind alleine und traurig? Nein. Also erstens gibt da gar keine Politik, die nichts mit Sex zu tun hat. Also Klimawandel habe ich noch nie auf Incel-Foren gelesen. Alles, was du eben jetzt rechtsreaktionär genannt hast, ist halt auch auf Sex bezogen. Also die jüdische Weltverschwörung, aber mit Sex. Und oder eben ohne Sex. Und Rassismus, aber mit sexuellem Bezug. Und LGBTQ-Freundlichkeit, aber mit sexuellem Bezug. Und Anti-Obama, aber mit sexuellem Bezug. No bitches because Obama. Da hinten ist noch eine Frage. Doch, ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Also ist das so, dass die denken, dass das von außen kommt oder ordnen die sich einfach nur selber in den Gruppen ein und verstärken sich dann selber?
Also beides. Sie denken, dass es ein festes, starres System in der Welt gibt, das eben aus irgendeinem Grund existiert, wahrscheinlich Feminismus. Und in diesem System werden sie von außen eben diskriminiert. Und wenn sie erkennen, dass sie diskriminiert werden, dann ordnen sie sich den Incels ein. Macht das Sinn? Also wenn sie es nicht erkennen, dann sind sie halt Blue-Pilled-Kacks. Ich glaube, ich sehe keine Fragen mehr. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören, für die interessierten Fragen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der IGA und viel Erfolg in eurem Datingleben.